It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can... Servus, hier ist wieder euer Storni und wir befinden uns im Krieg. Im Allianzkrieg Nummer 10 aus der Season 24. Und wir haben hier als erstes auf Weg 8 einen Kampf von Loco gegen einen Hyperion mit Buff-Ungleichgewicht-Schwächeanfall. Heißt, wenn der Gegner einen Buff erhält, erhalten wir einen Schwächeanfall. Zudem hat er noch Rückgaberichtlinien. Heißt quasi, wenn wir einen Buff auslöschen, bekommt er 60% eines Kraftbalkens. Eher nicht so toll gegen einen Hyperion. Und wir haben eine passive Heilblockade über den kompletten Kampf. So, wir starten den Kampf mit einem SK1 Booster, dass wir schneller auf die SK2 kommen und seine Kraft triggern können. Genau, hier haben wir den Power Control und nachdem wir eine SK abgefeuert haben, entfernen wir auch den kompletten Schwächeanfall Debuffs, die wir bisher auf uns haben. Hier müssen wir nur ein bisschen langsamer spielen auch, weil es Probleme geben könnte, dass wir dann noch auf SK2 kommen. Wir haben jetzt zwei Schwächeanfall und man sieht, wir verlieren halt nach und nach immer wieder unsere Kraft. So. Aber jetzt sind wir schon bei 20%. Das sollte eigentlich kein Problem mehr werden. Wir spielen gerade, also dieser Krieg ist eigentlich relativ wichtig für uns. Wir haben momentan sind wir auf Platz 7 in Platin 2 gewesen. Und den sollten wir eigentlich schon gewinnen, dass wir noch Platin 1 erreichen. Hier habe ich von einem Kollegen, dem Richie, der macht bei uns in der KE immer Weg 2, zwei Videos bekommen. Von Weg 2 eben mit Omega Red gegen einen Spider-Ham. Wir sehen oben diese Ladungen. Das nennt sich Schlagkonter. Wenn wir starten mit 5 leichten Angriffen, 4 mittleren Angriffen und 2 schweren Angriffen. Wenn einer dieser Timer auf 0 ist, bekommt der Gegner ständig Wutbuffs, passive Wutbuffs, die den Schaden schon ziemlich erhöhen. Wir refreshen das Ganze mit einer einfachen SK. Hier hat er keine SK genommen, weil er einfach den Sporenschaden haben wollte. Als nächstes ein Kork, eben auch wieder mit diesem Schlagkonter Wutausbruch und roher Gewalt, dass wir eine Degeneration nach 6, wenn wir 6 Sekunden keinen Schlag erzielt haben. Quark ist insofern ein super Konter gegen Quark. Omega Red ist ein super Konter gegen Quark, da er keinen Schaden durch seine Tentakeltreffer nimmt mit seinen Mediums und Heavy Attacks vom Dornenschaden von Quark und pro Spore verringern wir um 10% die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gegner den ein Debuff säubert. Heißt, mit 10 Sporen ist nichts mehr mit Parry abschütteln oder solchen Sachen. Das macht er auch hier recht gut. Und der Kampf ist auch schon vorbei. Wunderbar. Wir sind jetzt im zweiten Sektor auf Weg 7 gegen einen Kingpin. Loco macht es, den Wecker, den sehen wir heute noch öfters. Loco macht es mit einem Doom. Hier wird uns zum Verhängnis die erweckte Fähigkeit von Doom. Wir haben auf den Knoten Kraftvoll aus der Ferne. Kraftvoll aus der Ferne heißt, immer wenn wir eine weiter weg stehen, bekommt der Gegner einen Kraftzufuhr-Buff. Das war jetzt eben hier das Problem. Durch das Auslöschen der SK1 des Kraftzufuhr-Buffs hat Loco selbst einen Kraftzufuhr-Buff bekommen, das ist die erweckte Fähigkeit von Dr. Doom, und war dann über SK2. Das ist eher schlecht, weil da haben wir keinen Power-Control mehr und dann ist Kacke. Kühl gelassen. Scheiße gelaufen, aber gleich wieder rein,
und weitermachen. Loco hat hier belebt, der Unzerstörbar-Buff, Boost, den wo er eh schon anhatte, läuft noch, weil der Kampf nicht länger als 3 Minuten gedauert hat. Und jetzt schauen wir, dass wir nicht auf die SK1 kommen, wenn mit diesen Auslöschen dieses Kraftzufuhr-Buffs. Hier haben wir schon den Kraftzufuhr-Buff. Gleich die SK1. Achtung, wir bekommen wieder Kraft. Gleich nochmal die SK1 hinterher. Jetzt sind wir auf SK2 und jetzt müssen wir schauen, dass wir schnellstmöglich auf die SK3 kommen. Haben wir. Hier wird der Gegner passiv gelähmt, heißt, Kingpin kann das nicht abschütteln. Ist nicht möglich bei passiver Lähmung. So, jetzt ist er schon bei 49%. Hoffen wir, das funktioniert. Gleich wieder SK1 hinterher. Jetzt sind wir wieder auf der SK2. Jetzt müssen wir uns beeilen. Sind auf der SK3, wunderbar. Haben wir zwar eine Heavy gefressen, aber das ist kein Problem, da ja der Unzerstörbar Boost noch aktiv war. Jetzt ist er bei 13%. Das sollte eigentlich reichen mit 2 Wutbuffs von Dr. Doom und ja. Vorbei. Wunderbar. Beim ersten Kampf nicht in den Rhythmus gekommen, dann ist halt der Kill da. So, als nächstes eine Tigra. Die Tigra hat die Knoten Aspekt der Evolution, heißt immer, wenn sie über einen Kraftbalken kommt, wird ihre Kraftzufuhr und ihr Angriff erhöht. Und zudem hat sie noch kinetische Übertragung, dass wenn sie in den Block schlägt, sie auch Kraft bekommt. Ziel des Kampfes ist hier, sie immer auf SK1 zu halten. Hier kommt der Wecker wieder. Den Ton habe ich rausgeschnitten, den wollten wir jetzt nicht haben. Jetzt müssen wir schauen. Oh, Scheiße, sie ist auf SK2, bitte nicht zünden. Jetzt kurz vor der SK3 noch aufgehört und schauen, dass wir ihr die SK3 von uns reinballern. Damit wir auch wieder den Power Control mit den leichten Angriffen und der Aura von Azeroth haben. So, sie ist jetzt schon bei 40%, sollte eigentlich gut funktionieren. Schnell die SK1 noch, bevor wir auf die SK2 kommen, die SK2 zünden und das sollte eigentlich reichen. Tigra hat nicht so einen großen Health Pool. Super, wunderbar. Loco gewinnt. Als nächstes, als Miniboss, haben wir dann den Thor Ragnarök. Eben wieder mit kinetischer Übertragung und kraftvoll aus der Ferne. Die machen mit Magneto. Klar. Thor Ragnarök hat ja auch so viel Metall bei sich. Sein Schild, seine Keule, seine Schwerter. Deswegen ist er eben auch ein Metall-Champ. Hier wurde man von der SK1 getroffen und gleich gelähmt. Aber alles noch in Ordnung, sind noch über 50% Leben übrig. Und hier ist die Devise einfach Parry Heavy auf die SK3, so viele Tapferkeitsladungen oder Buffs aufzubauen wie möglich und dann das Ding zerstören. Wir sehen hier diesen passiven Heal-Block, der kommt von der Synergie mit Magic, dass immer wenn er niedergeschlagen wird, bekommt der Gegner eine Heilblockade. Jetzt bei 47% gewagt, dass das reicht mit der SK3, da er bluten kann, aber es hat gereicht. Wunderbar. Hier hat Loco so lange gewartet mit seinem Weg, dass die Miniboss-Insel schon einigermaßen aufgeräumt war, dass er direkt in einem Rutsch mit einem Mal Booster seinen letzten Miniboss machen kann. Das ist ein Mojo. Ich denke mal, dass der Rang 3 sein wird, Andub, weil der hat schon einiges an Leben. 286.000 mit einer Magic. Kann ein langer Kampf werden. Geschick ist noch drin. Heißt, wir laufen Gefahr, dass wir eine Degeneration bekommen. Solange wir aber keine Aufgaben von Mojo erfüllen und er selbst auch keine Aufgaben erfüllt,
sollte das kein Problem sein. Und immer mit der SK2 versuchen die Kraft, den Kraftverlust zu erzielen. Und jetzt den Backdraft Intercept. Jetzt haben wir wieder Geschick. Eine Ladung hat Mojo. Sollte funktionieren. Jetzt hat er wieder 0. Jetzt kann man auch wieder angreifen. Jetzt haben wir leider eine gefangen, aber kein Problem. Wir sehen, wir haben jetzt schon einiges. Eine Minute ist vorbei, fast. Und wir haben erstmal 75%. Hier sieht man den globalen Buff. L und XL Champions bekommen einen Schutz. Buff, einen passiven Schutzbuff, der bedeutet, dass sie weniger Schaden nehmen, wenn ein Angreifer mehr als 300% seiner eigentlichen Angriffskraft als Schaden zufügt. Dann wird eben dieser Schutz aktiviert. Dieser Schutz geht eben weg, wenn wir einen Intercept landen. Dann haben wir wieder die volle Kampfkraft. Aber so merkt man schon, jetzt ist schon weniger Schaden ausgeteilt worden. So, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal in die Backdraft Intercept. Die Aufgabe aktuell ist, einen Gegner lähmen. Das ist nicht unser Ziel. SK2 reindrücken, jetzt sind wir nach 2 Minuten bei knapp 40%. Wie gesagt, das ist ein langer Kampf. Ihr seht in diesem Krieg nur ein Video von mir, das ist das nächste, weil ich eben nur Quake-Kämpfe hatte und ich einiges an Bildmaterial da habe. Dann wollte ich euch diese Quake-Kämpfe, diese ewig langen, einfach ersparen. Hier kommt der Wecker nochmal. Und deswegen seht ihr als nächstes auch einen Mojo-Kampf, aber allerdings auf dem Bossknoten. So, jetzt haben wir es dann schön langsam. Wird schon. Langer Kampf, wir haben nur 27%, aber sollte gut passen. 8% noch. Ich muss da auch immer selbst so mitfiebern, wenn ich dann anschaue. Ich sehe es meistens auch das erste oder zweite Mal und weiß auch nicht, kommt ein Kill, kommt kein Kill. Naja, aber ohne Kill, vollen Angriffsbonus und jetzt kommen wir zu meinem Kampf. Wir haben eine Menge Prä-Fähigkeiten an. Ich habe Flamme angemacht, das ist der letzte Kampf, klar. Ein Kollege hat noch einen Mr. Fantastic und ich habe die von meinem weißen Magneto draufgelegt. Geschick habe ich rausgenommen, weil ich nicht das rumtänzeln wollte, keine Ladungen, vor allem der Gegner ist nicht lähmbar, lähmungsimmun, da ist dann schon, puh, ätzend. Sorry, jetzt ganz ehrlich. Deswegen hier die SK1 in den Block, dass wir unsere Schwelen aufbauen, mehr Schaden machen, der tickt jetzt schon schön runter, 78%. Allerdings, wenn er 5 Ladungen hat, dann bekomme ich trotzdem eine Degeneration. Das sehen wir jetzt dann gleich. Ich bin noch bei 92%, der Gegner bei 58. Super, läuft schon. Ich hatte Puls von 180 bei dem Kampf. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Weil ich das einfach One-Shot runterbringen wollte. So, jetzt haben wir 4 Aufgaben von ihm erfüllt. Wird nicht besser. Wir sind noch bei 80. So, jetzt haben wir die fünfte. 80% hatte ich wohl gemerkt. Und jetzt sind es nur noch 30. Okay. So, jetzt das irgendwie runterspielen. So, nächste Aufgabe. Und Gott sei Dank haben wir es One-Shot geschafft. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das gepackt habe. Aber hat richtig Spaß gemacht und war ein cooler Kampf. Also bin sehr zufrieden. Mit 43 Hits einen 500.000 Leben Mojo runterzukloppen, das macht schon Bock. So, das war's dann wieder von uns, von unserem Allianzkrieg und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!